Palazzo Adorno, wenige Meter des Gebäudes der Cölestina entfernt, ist ein weiteres wichtiges historisches Gebäude der Provinz Lecce. Vermutlich das charakteristischste Gebäude des 16. Jahrhunderts in Lecce. Der Eintritt ist mit facettenreichem Bossenwerk und hat ein Lünettengewölbe von Säulen gestützt, deren Kapitelle reich an auserlesenen Mustern von Akanthusblätter sind. Der Treppenschacht-Eintritt wird von zwei unechten rechteckigen Säulen mit zierlichen Kapitellen verziert. Weiter oben gibt es ein rechteckiges Gesims, das das Wappen der Familie Loffredo di Capua darstellt. An die Dynastie wird auch in einer Nische erinnert, wo die Reste eines Freskos der Ehe zwischen Cicco Loffredo und Lucrezia di Capua im Jahr 1557 stehen. Palazzo Adorno liegt, wo es einmal die sogenannte Giudecca gab, das heißt Lecce jüdischen Ortsteil. Die echte Synagoge entstand ein wenig entfernt, aber 1540 schuf Karl V. einen Erlass, infolgedessen sie zerstört wurde und die Juden von der Stadt und vom ganzen Reich unter dem Vorwurf des Wuchers vertrieben wurden. Man kann die Wahrheitstreue dieser Geschichte durch eine Steingravur, Questa non è la casa di Dio, das heißt, das ist kein Gotteshaus, die in den unterirdischen Wasserleitungen, welche das Regenwasser sammeln und entladen, gefunden wurden. Man erzählt, dass die Inschrift im Kerker zum Zeichen ihrer Verachtung eingraviert werde. Eine Kuriosität macht Palazzo Adorno noch spannender. Unter seinen Grundmauern und durch eine steile Innentreppe fließt ein enger und langer unterirdischer Fluss. Es handele sich um den Idume, der erste Grundwasserfluss, der seit Jahrhunderten unterhalb der Grundmauern der Gebäude der Altstadt von Lecce fließt und an der Adriaküste bei Torre Chianca an die Erdoberfläche kommt.